und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit, ja, Sparta, genau. Und wir haben schon ein bisschen ausgeteilt, beziehungsweise also geschaut, dass wir viele Feinde haben, aber auch viele Verbündete. Und ich glaube, wir machen mit der Strategie weiter, dass wir viele Verbündete bekommen. Ich bin mal gespannt, ob das mit Rom funktioniert. Ich bin mal sehr gespannt. Also meine Idee letztes Mal war ja, dass wir... Uiuiuiui. Oh nein. Oh oh. Oh oh. Genau, unsere Idee war ja, dass wir Rom aus dem Mittelmeerraum rausschmeißen und dann aber ihn pushen, damit er den Norden besiegt. Aber anscheinend hat er schon ein bisschen, also ein paar Bündnisse im Norden geschlossen. Wir kommen mit Stärke zu euch, um Worte der Stärke zu sprechen. Antwortet mit der Stärke, die Frieden. Alter. Das ist ja krass. Unterwerft 13 verschiedene Fraktionen, in denen ihr sie zum Klientelkönigtum macht oder ihre letzte Siedlung erobert. Ziel erteilt, beherrscht 10 Provinzen. Stellt eine Armee auf. Das mache ich doch gerade. Naja, egal. Oder habe ich gerade gemacht. Soll ich rausgehen? Oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Die Pfeile des Artemis, Sklaven. Also den Odrysen geht es jetzt nicht mehr ganz so gut. Die werden hier bedrängt und hier bedrängt. Okay, hier baut er eine zweite Armee auf. Das ist schon mal gut. Vielleicht sollte ich mit den Unbesiegbaren auch Richtung Norden nochmal gehen. Kleiner Unterschied. Ja, wegen der zweiten Armee. Automatisch. Hatte die Öffnung ja auch noch erscheint oder reduzieren, ey. Mit dem vorherigen Besitzer werden in Mitleidenschaft gezogen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich Ägypten wieder befreien soll. Niederreißen ist ja... alle... Gebäude werden zerstört, Gefangene werden getötet, auf einer... Und die vorherigen Besitzer werden euch hassen. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, einfach übernommen, okay. Gut, ja.
Dann Ägypten, tut mir leid. Also ich weiß nicht, wie ich das hätte jetzt noch ändern können. Da ist jetzt die Frage, ob ich nach oben gehe. Wahrscheinlich schon. So, hier lasse ich mal. Ja, ich schaue einfach mal, was da passiert. Wobei, nee. Ich gehe mal dahin. Rum geht's ja gerade gut. Und der schafft es ja nicht innerhalb von einer Runde hier runter. Okay. Okay, Rom will es jetzt wissen. Okay. Das ist ja interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass Rom jetzt noch so einen Vorpush macht, aber an sich hätte ich es wissen müssen. Weil der ist ja sehr krass in den Norden vorgestoßen. Also mit irgendwelchen Armeen hätte er das machen müssen. Mein Herr wünscht eurem Volk. Nee. Saba. Meine Bitte ist so bescheiden, so belanglos, dass ich es fast nicht wage, die genaue Menge auszusprechen. Wir stellen diese bescheidene... Kyrie anheuern. Befreie natürlicher Tod. Dynastie der Agiaten. Ist das meine Dynastie? Ja. Natürlich, aber sonst wäre es ja nicht. Etrusker. Götter des Jenseits, verschont mich! Was bringt uns das? Freunde? Nein! Willensschwache Tölpel, die es nicht einmal fertig brächten, sich mit Ziegen zu paaren! Das war dein Untergang. Ich hätte dir, ich hätte dich, groß machen können. Ich hätte dich wieder groß machen können, aber nö. Wenn du mich als kleinen Ziegenficker titelst, dann bist du selber schuld. Ja, eine Runde. Wo ist das Schiff hin? Ah, da oben. Gut. So. Du bist fertig. Dann gehe ich mal nach oben. Ich werde mal den bisschen Geld geben. Mein Freund, seid willkommen. Die Geister lächeln auf uns herab. Mit 12.000 kannst du halt auch wieder eine Armee aufstellen. So. So, hier pushe ich jetzt mal meine meine Economy und die Forschungsrate. Und hier den Handel. Da können wir mal gleich schauen, wenn die, also in drei Runden, wie es, die Economy dann von mir gestiegen ist. Ach stimmt, da unten geht's ja auch weiter. So, der ist schon 50 leider.
So, langsam räume ich hier auf. Langsam aber sicher. So, Schicksalskrieger. Klingt sehr interessant. Gut. Ah, immer noch. Die 300, Entschuldigung. Nicht immer noch, sondern neu. Ja, komm, hier. So. Jetzt hat aber. Da wollen wir mal schauen, was da. Genau, den habe ich vergessen. Oh, und die Spione schon wieder. Vergesse ich jedes Mal. Okay. Jetzt kommt da die Armee von Rom. Und hier tuckern die ganze Zeit. Die Römer rum. Okay, da ist gerade eine Fullstack-Armee hochgegangen. Ich biete euch diesen Happen an. Und jetzt, wie ein Wolf vor dem Tor, sucht ihr euch besser einen anderen Jagdgrund. Ich bin voll der Friedensvermittler. Erst mache ich Krieg mit denen und dann... Was? Lakonophilie. Spartas unerschütterliche Traditionen haben in der hellenischen Welt Respekt gewonnen. Viele, die nach einer Lebensart der Spartaner leben, ahmen, unsere Bräuche nach. Soll das so weitergehen? Ausbeuten? Es ist in Spartas Interesse, die Annahmen unserer Sitten anzuregen. Widerstand. Fremde Versuche, die spartanischen Bräuche anzufechten, haben die Spartiaten verärgert. Ihr Wohlbefinden sollte an erster Stelle stehen. Ignorieren. Ablehnen und inspirieren. Reichtum und Entfremdung. An sich, Sparta-like, wäre es natürlich Widerstand leisten. Das ist realistisch. Daran ist ja Sparta auch, untergegangen, deswegen, weil es so schwer war, zur Bevölkerung dazu zu gehören, Spartaner zu werden. Aber wir spielen es ja eh anders, ne? Wir spielen ja die friedliche Spartanerwelt so ungefähr. So. Neue Partei gegründet. Ach. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich gebe denen noch mal eine Chance hier. Ich bin sicher, ihr habt viele Nettigkeiten für mich, aber bitte lasst das. Sprecht von Fleisch, nicht von Honig. Ihr elenden Jammergestalten habt einen Sinn für Humor. Gut, dann habe ich meinen Sinn für Humor und vernichte euch. Haha, war das lustig.
machen wir automatisch. So. Ich erober die mal. Mach die platt. Ich will noch mal ein bisschen hochschauen. Da ist doch gerade eine Fullstack-Armee hochgelatscht. Ja, da. Da ist sie. Ah, genau, die Schicksalstypen. Ne? Läuft langsam. So. Nochmal durch switchen. Hier. Memphis, da unten. Hottentempel. Das war's. So, hier ist jetzt die Überlegung, was jetzt Rom macht. Das war natürlich. Klar. Das war natürlich klar, dass der wieder die königliche Garde bekommt. Ach, das ist doch alles so. So dämlich. Bereit zum Kampf! Nächste Runde machen wir dann auch den verräterischen und zufriedene Bevölkerung. Ja, das geht gleich weg. Provinzen da. Und da war Schluss. Gut. So, die habe ich bewegt. Die habe ich noch nicht bewegt. Die beiden bekommen nichts. Die bekommt was? Oder der bekommt was? Die Unbesiegbaren gehen auch noch. Nein, nein. Unartig. Das war's. Gut. Nächste Runde. Werde ich auf jeden Fall spielen, weil ich mit denen auf jeden Fall einiges von ihnen töten kann. Nam 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 nam. Entschuldigung. So. Nam. So. Unterstützungsschiffe bereit. Kampfschiffe bereit. Schiffe zu euren Diensten. Waffen bereit. Unterstützungsschiffe bereit. Die Götter stellen uns also eine weitere Prüfung. Werden wir uns der Herausforderung. Wenn ich euch so ansehe, bin ich zuversichtlich.
Wenn ich seinen General bekomme, ist alles gut. General! Die Schiffe warten auf eurem Befehl! Unser General wird angegriffen! Unterstützungsschiffe zu euren Diensten! Der hat es natürlich nicht geschafft. Bereit zum Einsatz! Kampfschiffe bereit! Die Männer wanken! Unterstützungsschiffe zu... Ich erwarte eure Befehle! Kampfschiffe bereit zum Angriff! An die Ruder! General! Dann gehe ich mal nach da. Hier sind alle verpackt, deswegen kann ich da einen nach den anderen einfach nehmen. Komisch, dass er hier die Kavallerie auf dem Schiff ist. General! General! So, dann habe ich die vier noch. Dann sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelandet insgesamt. Zum Glück können die alle nicht schwimmen. Ich glaube, hier kann ich am besten mich einbunkern. Ja, hat auf jeden Fall schon sehr gut geklappt. Aber ich weiß nicht, ob ich noch gewinnen kann. Astati. Die haben halt alle... Die haben halt alle Wurfsperre, ziemlich gute. Kampfschiffe bereit zum Angriff. Die sind gleich weg. Die werden interessant. Aber wir haben sehr viel bekommen. General! Schnelles Marschieren!
Okay. Wir haben doch keine Chance. Gut. Unser General ist gefallen. Aber naja, das war eigentlich nie wirklich eine Wahl, sag ich mal. Oder beziehungsweise, also, hab nie gedacht, dass wir das gewinnen. Bevor wir so viele vernichtet haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Schiffe. Mhm. Ja, edler Tod ist mir doch egal. Jetzt werden wir das erste Mal gegen Rom zu Felde ziehen. Oh. 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 Der sagte, ich habe keine Chance. Interessant. Hm. Aber das Spiel spielen wir erst in der nächsten Folge. Sorry, Cliffhanger. Aber ja, muss so sein. Danke fürs Zuschauen. Und ja, wahrscheinlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.